Servus, grüß Gott, moin, gute. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Am 2. März 2022 jährt sich zum 111. Mal der Geburtstag von Kapitänleutnant Engelbert Endras. Endras war einer der erfolgreichsten deutschen U-Boot-Kommandanten des Zweiten Weltkriegs. Er war hochdekoriert mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Ihm gilt der heutige Bericht. Taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. End of the sinking of HMS Bush. 13. Februar berichtete das Oberkommando der Wehrmacht über den erfolgreichen Durchbruch mehrerer deutscher D-Streitkräfte durch den Kanal. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. Endras schrieb bereits Geschichte, als er an dem berühmten Scapa Flow Unternehmen als erster Wachoffizier auf Güterprinz U-47 teilnahm. Später wurde er selbst ein erfolgreicher U-Boot-Kommandant mit U-46. Die Propaganda stilisierte ihn zum Helden hoch. Doch wir sollten niemals die hohen Verluste unter den alliierten Handelsschiffsbesatzungen vergessen, sowie die hohen Verluste unter den U-Boot-Fahrern selbst. Von 40.000 U-Boot-Männern kehrten 30.000 aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurück. Am Morgen des 16. Oktober 1939 passierte das deutsche U-Boot U-47 die Insel Helgoland auf seinem Weg nach Wilhelmshaven. Es kehrte von erfolgreicher Feindfahrt zurück, auf der in Scapa Flow das Schlachtschiff HMS Royal Oak versenkt wurde. Der erste Wachoffizier, 1WO des Bootes, Oberleutnant zur See Endras, hatte soeben an Steuerbord mit Pinsel und weißer Farbe einen schnaubenden Stier auf den U-Bootsturm gemalt. Angeregt wurde er durch eine Bemerkung des 2WO, Oberleutnant zur See von Pfarrendorf, der den britischen Kriegshafen als Stierkampfarena bezeichnete. Das Gemälde war gerade vollendet, als der Kommandant, Kapitänleutnant Günther Prien, auf Deck erschien. Er betrachtete den Stier und brach in lautes Lachen aus. »Soll ich das sein?« »Warum sehe ich so wild aus?« »Nicht wild, aber entschlossen«, korrigierte ihn Endras. »Man könnte nichts Besseres finden, um U-47 und seine brave Besatzung zu symbolisieren«, antwortete der Kommandant ernst. Engelbert Endras wurde am 2. März 1911 in Bamberg als Sohn von Engelbert Endras und dessen Frau Juliana geboren. Sein Vater stammte aus Stötten am Auerberg im Ostallgäu und unterrichtete als Oberstudienrat in Bamberg. Die Schulferien verbrachte die Familie häufig in der väterlichen Heimat in einem Wochenendhaus, um dann auf dem elterlichen Hof bei der Heuernte mitzuhelfen. Engelbert, oder Bertel, wie ihn alle nannten, besuchte in Pasing die Realschule, später die Luitpold-Realschule in München. 1928 trat Endras in die Handelsmarine ein. Nachdem er es bis zum Handelsschiffsoffizier HSO gebracht hatte, wechselte er am 5. April 1935 in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter über. Bereits am 1. Juli 1935 wurde er zum Fähnrich zur See befördert. Unter Verzicht auf die Teilnahme an wesentlichen Abschnitten der seemännischen Ausbildung wurde er in den Offiziersjahrgang 1934 eingegliedert. Im Rahmen der Aufrüstung der Flotte bot die Kriegsmarine den HSOs diese Möglichkeit der beschleunigten Karriere an. Nach den üblichen Fähnrichslehrgängen kam er am 29. September 1936 für ein halbes Jahr zur praktischen Bordausbildung auf das Panzerschiff Deutschland und nahm damit auch an Einsätzen im Rahmen des Spanischen Bürgerkrieges teil. Am 1. April 1937 wurde Endras zum Leutnant zur See befördert und am 5. Oktober des gleichen Jahres zur U-Schule in Neustadt-Holstein kommandiert. Dort lernte er Erich Topp kennen. Zwischen beiden entstand eine enge Freundschaft.
Die zwei Offiziere wurden im Herbst 1938 Wachoffiziere in der U-Flottille Wegener. Endras auf U-47 unter Kapitänleutnant Prien, Topp auf U-46 unter Kapitänleutnant Sohler. Bei Kriegsausbruch am 1. September 1939 befand sich U-47 mit Oberleutnant zur See, seit dem 1. April 1939 Endras als 1WO auf See. Auf dieser ersten Unternehmung konnte das Boot drei Schiffe mit über 8000 Bruttoregistertonnen versenken. Die nächste Feindfahrt führte in die Bucht von Scapa Flow, den britischen Kriegshafen, wo das Schlachtschiff Royal Oak versenkt und das Flugzeugmutterschiff Pegasus beschädigt wurde. Endras hatte maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Bereits zwei Tage vor dem Auslaufen, am 8. Oktober 1939 aus Kiel, wurden er und Obersteuermann Spahr von Kapitänleutnant Prien in das geheime Unternehmen eingeweiht. Beide bekamen von ihm den Befehl, anhand der vorliegenden Karten und Unterlagen über die Sperren in den Zufahrten nachzuprüfen, ob ein Eindringen in die Bucht von Scapa Flow möglich ist. Prien schloss beide Männer in seiner Kammer ein und kehrte nach etwa 2 Stunden zurück. Nach seiner Ankunft sagte er: »Ich höre.« Spahr antwortete kurz: »Bei Stauwasser ist es möglich.« Endras setzte hinzu: »Ja, ich glaube, dass wir es schaffen werden, durchzukommen.« Dieser einfache Satz wirkte so überzeugend auf Prien, dass er keinen Zweifel mehr daran hatte, dass das Unternehmen mit Männern wie diesen gelingen müsse. Danach holte er eine Flasche Rheinwein aus dem Spind und zu dritt stießen sie auf den zu erwartenden Erfolg an. Auf der Heimfahrt von dieser erfolgreichen Unternehmung kam es zu der eingangs geschilderten Begebenheit auf dem Oberdeck von U-47. Der Stier von Scapa Flow war geboren und wurde später als Emblem von der ganzen 7. U-Flottille übernommen. Die Versenkung der Royal Oak machte Prien schlagartig zum Volkshelden. Er und die ganze Besatzung von U-47 wurden vom Führer und obersten Befehlshaber der Wehrmacht in die neue Reichskanzlei eingeladen, nachdem er sie mit seinem Privatflugzeug nach Berlin eingeflogen hatte. Am 18. Oktober 1939 überreichte Hitler Prien persönlich das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für seine außergewöhnliche Tat. Die ganze Besatzung wurde mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Endras, der seit dem 25. September 1939 schon Inhaber dieser Auszeichnung war, wurde deshalb am 17. Oktober mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse dekoriert. Endras machte unter Prien noch eine Feindfahrt mit, bei der 3 Schiffe mit über 23.000 Bruttoregistertonnen versenkt wurden. Ende 1939 verließ er U-47. Vom 7. Januar bis zum 21. Mai 1940 war er Kommandantenschüler in der ersten U-Boots-Ausbildungsflottille und nach Absolvierung weiterer Lehrgänge wurde er am 22. Mai des gleichen Jahres Kommandant von U-46. Sein Freund Erich Topp wurde zeitgleich Kommandant von U-57. Schnell avancierte Endras zu einem der erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten. Auf 8 Feindfahrten gelang ihm die Versenkung von 23 Schiffen mit 125.000 Bruttoregistertonnen. Darunter waren 2 Hilfskreuzer und die Beschädigung von 5 Schiffen mit über 30.000 Tonnen. Bei all diesen Erfolgen sollte man nicht die Härte der Einsätze vergessen. Es kamen auch Unfälle ohne Feindeinwirkung vor. So am 27. September 1940, als das Boot während der Überwassermarschfahrt bei ruhiger See plötzlich unterschnitt und auf 12 Meter Tiefe ging. 2 Mann der Brückenwache schafften es nicht mehr rechtzeitig ins Bootsinnere. Die anschließende Suche nach den beiden blieb erfolglos. Am 27. März 1941 wurde der 1WO durch eine schwere See über Bord gespült, weil er kurz vor dem Unfall seinen Sicherungsgurt abgelegt hatte. Die einstündige Suche blieb ohne Erfolg. Am 6. Juni des gleichen Jahres wurde U-46 durch einen Tanker gerammt, den das Boot vorher torpediert hatte. Das U-Boot ging wie ein Stein unter. Bei 62 Metern Wassertiefe gelang es dem leitenden Ingenieur, L.I., U-46 abzufangen.
Es gab etliche Wassereinbrüche und Schäden, aber Bugraum, Zentrale und Turmlug waren dicht. Nach dem Auftauchen wollte Endras durch das Turmlug auf die Brücke, doch das war verklemmt. Der 1WO stieg durch das Kombüsenlug und öffnete das Turmlug von außen. Hauptsächlich war es nur Blechschaden, doch die beiden ausgefallenen Seerohre zwangen zum Rückmarsch. Hätte der Tanker das U-Boot nur 1 oder 2 Meter tiefer getroffen, wäre es in 2 Teile geschnitten worden. 6-mal wurde der Kommandant von U-46 lobend im Wehrmachtsbericht erwähnt. Bereits am 5. September 1940 erhielt er das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Am 10. Juni 1941 folgte das Eichenlaub. Und wenige Wochen später, am 2. Juli, die Beförderung zum Kapitänleutnant. Die Wochenschau berichtete von den Einsätzen hochdekorierter U-Boot-Kommandanten. Die Zeitschriften brachten Bilder von dem Leben an Bord der U-Boote. Die Asse kannte in Deutschland jeder Junge. Die Frauenherzen flogen ihnen zu. Sie waren bekannt wie Filmstars. Gemeinsam mit seinem Freund Erich Topp bewohnte Endras eine Villa in La Baule, unweit von Saint-Nazaire. Das Haus gehörte einem französischen Opernsänger und war mit teuren Möbeln und wertvollen Gemälden beinahe wie ein kleines Schloss eingerichtet. Hier fanden die beiden U-Boot-Asse Ruhe und Entspannung von den anstrengenden Feindfahrten. In Offizierskreisen bezeichnete man den großen, schlanken Topp und den deutlich kleineren Endras nur als Castor und Pollux, nach dem bekannten Zwillingspaar aus der griechischen Mythologie. Topp schätzte den ruhigen, nachdenklichen und belesenen Endras sehr. Er bewunderte an seinem Freund, dass er trotz seiner großen Erfolge so bescheiden geblieben war. Das deckte sich mit der Charakterisierung einer seiner Cousinen, die ihn bereits in jungen Jahren als sehr gescheit, besonnen und ruhig beschrieb. Anfang Mai 1941 freundete sich Topp in dem Pariser Kabarett Scheherazade mit einer russischen Tänzerin und Endras mit einer belgischen Sängerin an. Danach waren die 4 unzertrennlich. Am 26. August 1941 lief Endras mit U-46 in Kiel ein. Es war die letzte Feindfahrt des Bootes. Danach sollte es nur noch als Ausbildungsboot fungieren. Am 14. Oktober des gleichen Jahres übernahm Endras U-567 als Kommandant. Auf der nächsten Feindfahrt gelang ihm keine Versenkung. Eine Woche vor Weihnachten stach er von Saint-Nazaire aus erneut in See. Sein Kommen hatte der Befehlshaber der U-Boote, BDU, Vizeadmiral Dönitz, mit dem Funkspruch »Dranbleiben, ich schicke euch Endras«, den Booten der Gruppe Seeräuber, die an dem Gleitzug HG-76 standen, angekündigt. Dönitz wollte damit den anderen Booten Mut machen, da er Endras als einen der besten Kommandanten einstufte, der die U-Boot-Fahrt völlig beherrschte. Am 21. Dezember konnte U-567 noch ein Handelsschiff mit über 3000 Tonnen versenken. Es wurde aber am gleichen Tag gegen 22.41 Uhr am Konvoi HG-76 nordöstlich der Azoren von der Sloop Deptford geortet. Im Licht der Leuchtraketen wurde das aufgetaucht fahrende U-Boot gesichtet und beim dritten Anlauf mit Wasserbomben versenkt. Von der 47 Mann starken Besatzung überlebte keiner. Insgesamt gingen 5 U-Boote an diesem Geleitzug verloren. Häufig wird das als erster alliierter Sieg in der Verteidigung eines Konvois in der Atlantikschlacht bezeichnet. Endras Tod wurde am 31. März 1942 im Wehrmachtsbericht bekannt gegeben. Am gleichen Tag wurde er im Tagesbefehl des BDU genannt. In Stötten im Allgäu fand eine Trauerfeier für den gefallenen U-Boot-Kommandanten statt, an der zahlreiche Angehörige der Kriegsmarine teilnahmen. So, das war mein Bericht zu Engelbert Endras. Wenn euch weitere Geschichten zur deutschen U-Boot-Waffe interessieren, dann klickt bitte hier. Dort findet ihr den Kampf von U-333 unter Ali Kremer gegen eine britische Korvette. Oder vielleicht interessiert euch mein persönlicher Erlebnisbericht über Walter Gerold, den ich vor vielen, vielen Jahren zu Hause besucht habe. Ich sage danke, tschüss und servus, euer Marinekalender.